So, nachdem ich in Video Nummer 16 erst Frank Farelli höchstpersönlich vorgeworfen habe, viel zu theoretisch zu werden, nur um es dann selber noch viel schlimmer zu treiben und lauter Theorien zu verbreiten, mache ich jetzt in Video Nummer 17 hoffentlich ganz brav weiter und lese einfach dieses Buch Provokative Therapie weiter auf Seite 48 und hoffe, dass ich es schaffe, etwas dezenter zu kommentieren. Aber ich weiß auch nicht, ob mir das gelingt. Es macht einfach zu viel Freude. Es ist zu verlockend, da einzusteigen, vor allem wenn über den freien Willen gesprochen wird. Das ist einfach ein handfester Trigger für jeden Philosophen. Da kann man einfach nicht widerstehen, sorry. Ja, also da habe ich einfach keinen freien Willen in dieser Frage. Der Trigger ist zu stark. Viele andere Therapeuten, die einen psychologischen Determinismus annehmen, wollen den Patienten von übertriebenen Schuldgefühlen erlösen, um den Preis, dass sie sagen, der Mensch sei nicht frei, er sei ein Opfer. Ne? Also wer mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich sehr stark zu dieser Opferhaltung neige. Ich bin also hier massiv mit betroffen. Obwohl die Therapeuten diese Botschaft geben wollen, wird sie unglücklicherweise vom Patienten als Botschaft der Verzweiflung entschlüsselt. Also so ist es nicht gemeint, es ist entlastend gemeint, aber was ankommt bei den Patienten, ist was ganz anderes nach Farellis Erfahrung. Es ist eben so, dass sie sich nicht entlastet fühlen, sondern belastet fühlen. Nach der Devise, du wirst da nie rauskommen. Du bist ein Opfer, du kannst dich nicht verändern. Dein Leben wird immer so gräulich sein, wie es gerade ist. So furchtbar. Du wirst deine Muster nie überwinden können. Ja. Finde dich damit ab. Das ist das, was die Patienten hören. So ist es nicht gemeint, aber so wird es gehört. Das ist aber so ein klassisches Auseinandertreten von dem, was auf der Senderseite der Kommunikation abgeht und was auf der Empfängerseite der Kommunikation abgeht. Und das ist halt in therapeutischen Prozessen tatsächlich relativ fatal, wenn man das nicht im Blick hat, dass die Leute es halt nicht immer so verstehen, wie es gemeint ist. Und geht dann halt schon sehr stark in diese Richtung. Es ist nicht so fatal, wie wer ein guter Wille. Oder schlimmste Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und das gibt es halt auch in therapeutischen Prozessen. Und der alte Frank Farelli hatte das halt sehr, sehr klar im Blick und hat daraus halt Konsequenzen gezogen für den therapeutischen Prozess. Also kurz gesagt, für sein Handeln als Therapeut. Er hat das nicht so stehen lassen auf der Ebene reiner Erkenntnis, sondern hat es ins Handeln gebracht und hat also halt anders therapiert einfach. Du kannst nichts daran ändern oder wenn du dir in der Vergangenheit nicht helfen konntest, kannst du es jetzt auch jetzt nicht oder in Zukunft. Du bist nicht schuldig, aber hilflos. Also kurz gesagt, oh, weil man vermeiden will eigentlich, dass der andere ein Opfer wird, genau deswegen macht man ihn jetzt zum Opfer. Es ist wirklich paradox. Es ist sehr verwirrend. Ich finde es extrem verwirrend und ich würde mich nicht wundern, wenn auch andere davon sehr verwirrt sind und ich mit dieser Verwirrung nicht alleine bin. Weil ja immer die Frage ist, wie viel Einfluss haben eigentlich andere Menschen auf uns? Auch der Therapeut, ne? Oder auch unsere sonstige soziale Umwelt, unsere Vergangenheit, wir selber. Wie kann man Menschen wirksam beeinflussen? War, glaube ich, Farellis Leitfrage. Zum Guten, geht das? Gibt's das überhaupt? Ja. Und darauf hat er halt sehr interessante praktische Antworten. Jetzt kommt ein Beispiel aus einem Interview mit einer Patientin, wo ich wieder hoffe, dass ich es halbwegs gut vertone. Die Übersetzung ist an manchen Stellen fragwürdig. Ich gehe da einfach drüber weg. Ich nehme sie, wie sie ist. Und natürlich lebt so eine Vertonung, also es ist ein Therapietranskript, ein Transkript einer therapeutischen Sequenz. Und das ist natürlich sehr problematisch. A, ist es im Original halt auf Englisch und das macht schon einen Riesenunterschied. Und dann war ich ja nicht dabei und dann sind auch meine schauspielerischen und Fähigkeiten extrem begrenzt. Aber ich gebe mein Bestes. Therapeut schwer. Gut, gut. Was ist das, was sie von anderen Menschen unterscheidet? Es ist ja keine Frage über die Tatsache. Verstehen Sie, dass sie anders sind? Jetzt waren Ihre Schwestern schon 6 Mal im Krankenhaus. Klientin mit einer Pause, ruhig. Nein. Therapeut schnell. Gut, warum nicht? Und warum waren Sie drin? Nachdenklich. Mein Bruder war es, immerhin. Therapeut drängend. Wie oft war er im Krankenhaus? Klientin ruhig. Ich hab's nicht gezählt, aber es war ziemlich oft. Therapeut verstehend. Oh ja, na gut, vielleicht sind Sie wie Ihr Bruder, während Ihre beiden Schwestern sich mehr ähneln. Und Sie wissen, Sie beide, Sie waren die Schwachen in dem Wurf. Und jene beiden waren die Starken. Ich hoffe, die Bösartigkeit kommt rüber. Klientin zustimmend. Das ist das Überraschende. Die Leute stimmen dann zu. Es ist so geil. Gut,
Gut, die beiden waren nicht so jung, als Mutter krank wurde, psychisch krank wurde. Also die ganze Familie hatte wohl eine psychisch kranke Mutter, aber zwei von denen kommen regelmäßig halt in Klinikaufenthalten, selber wegen psychischen Störungen und die anderen beiden nicht. Therapeut unterstützend. Sieh da, da geht es lang. Ich wusste, wir würden es finden, wenn wir nur danach suchen würden. Klientin fortfahrend. Und ich, Therapeut, sie ignorierend. Es war ihre Mutter, die ihr Leben zerstörte. Sie haben keine stabile Mutterfigur. Wie können Sie eine für Ihre Kinder sein? Verstehen Sie, was ich sage? Psychologische Festlegung steht hier in Klammern. Es steht in den Karten. Sie wurden von Anfang an schlecht gemischt. Also offensiv die Botschaft, du kannst nichts machen, es ist, wie es ist. Klientin in einem gedrückten Ton. Oh, also jetzt wird es ihr zu viel. Therapeut sie übergehend. Ihr Schicksal ist es. Gut, was? Den Ton der Patientin nachahmend. Oh, was? Die Klientin, ihre Stimme wird lauter. Es ist schrecklich, das zu hören. Therapeut sich zu ihr rüberlehnend. Aber haben Sie das nicht gedacht? Klientin protestierend. Gut, ich habe es gedacht. Therapeut vernünftig. Nun. Klientin protestierend. Aber Sie stimmen zu, dass ich nicht. Therapeut unterbrechend. Ich sollte es nicht sagen. Klientin protestierend. Ich bin nicht so gesund wie Sie und ich habe diese morbiden, ungesunden, entmutigenden, verzweifelten Gedanken. Therapeut mit Nachdruck. Richtig. Klientin bittend. Aber Sie könnten mir doch etwas Hoffnung machen, Herr Farrelly. Therapeut lacht. Gut, Sie können es wünschen, aber ich bin's vermutlich nicht, der es laut sagen wird. Ist es das, worauf wir lossteuern? Stutzig. Therapeut schnell erklärend. Sie sagen, ich sage, haben Sie nicht all dieses Zeug gedacht? Sie sagen, oh ja, aber Sie wollen nicht, dass ich es laut sage. Ist es das, was Sie meinen? Klientin weniger kläglich. Ich will nicht, dass Sie mit mir übereinstimmen. Therapeut gut. Unterbricht gut. Abschließend, dass da keine Hoffnung ist. Also, das ist halt typisch für die provokative Arbeitsweise. Also der Klient beginnt sich gegen seine eigene Hoffnungslosigkeit zu wehren. Er möchte nicht, dass es keine Hoffnung gibt. Und also umso hoffnungsloser, das ist halt das klassische diametrale Ausleben, umso hoffnungsloser der Therapeut das Bild malt und zeichnet, umso mehr wächst halt der Widerstand im Klienten. Das ist vielleicht ganz so hoffnungslos dann doch nicht, wobei halt alles so ist, wie es ist. Es gab diese Mutter, es gab diese Kindheit, es gibt die gesellschaftlichen Umstände. Vieles ist nicht änderbar. Aber dass es deswegen keine Hoffnung gibt, das ist halt eher ein emotionales. Da geht es nicht um Kognition. Also wir müssen nicht in sartreschem Existenzialismus machen jetzt hier. So, der Mensch ist frei und Verantwortung und so. Es geht halt mehr um Gefühle, ne? Es geht um Emotionen. Und es geht also um das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das Gefühl der Hoffnung. Und deswegen packt der alte Farrelly auch das Gefühlsleben tatsächlich bei den Eierstöcken oder bei den Eiern und quetscht ganz kräftig zu. Und wenn man das tut, dann wehren sich die Leute halt dagegen. Und das ist beabsichtigt. Die Leute sollen sich wehren. Farrelly kommentiert, dann ist jetzt diese Sequenz zu Ende. Farrelly kommentiert jetzt hier weiter. Außer Psychotherapeuten glauben nur wenig andere Menschen, dass man nicht verantwortlich ist für das, was man tut. Dass man nicht selbst entscheidet, sondern zu allem getrieben wird. Und auch diese Therapeuten können sich nicht außerhalb der Therapiestunde in ihren täglichen Begegnungen mit Leuten, die nicht ihre Patienten sind, danach richten. Also auch Therapeuten kriegen das nur während der Therapie hin, nicht in ihrem normalen alltäglichen Leben. Auch dort gehen sie auch davon aus, dass Menschen eigenverantwortliche Wesen sind, die eigene Entscheidungen treffen und dafür verantwortlich gemacht werden können. Also, und auch diese Therapeuten können sich nicht außerhalb der Therapiestunde in ihren täglichen Begegnungen mit Leuten, die nicht ihre Patienten sind, danach richten. Und sie tun es auch nicht, faktisch. Menschliche Wesen haben viele Möglichkeiten, sich in Gruppen zu organisieren. Was für ein wunderbarer, schöner Satz. Ich liebe den. Ich lese ihn nochmal, weil er so schön ist. Menschliche Wesen haben viele Möglichkeiten, sich in Gruppen zu organisieren. Und keine Gruppe, die es je gab, jetzt gibt oder die sich in Zukunft bilden wird, kann arbeiten oder existieren ohne die Voraussetzungen der Entscheidungsfähigkeit, Verantwortlichkeit und Verlässlichkeit aller Gruppenmitglieder. Es ist so wunderschön, dass ich dazu nichts sagen will. Die Therapeuten haben sich entschieden, schreibt Farrelly weiter,
Rechte und Bedürfnisse ihrer Patienten nachdrücklich zu betonen. Schön und gut. Also bestimmte Therapeuten, der kommt ja aus diesem Carl Rogers-Umfeld, aus dem klientenzentrierten Richtung. Das muss man dazu denken. Das ist durchaus nicht in allen Therapieschulen so stark. Aber in dem Umfeld, wo Ferrelli war, da trifft das sicher ziemlich gut zu oder in der Zeit. Schön und gut, solange der Therapeut sich auf die Zwei-Personen-Beziehung beschränkt. Jedoch, gerade hier, ist die nachdrückliche Betonung kurzsichtig und vermittelt dem Patienten ein sehr verzerrtes Bild der sozialen Wirklichkeit. Also das ist eben ein nicht nur von Ferrelli beobachtetes, sondern generell beobachtetes Phänomen. Also die therapeutische Beziehung, das therapeutische Beziehungssystem, das soziale System namens Therapie, ist ein hochartifizielles. Und wenn es sich natürlich sehr weit weg bewegt, um halt dem Patienten zu helfen, damit er heilen kann, damit er nachreifen kann, auch im Sinne, es gibt ja auch so Modelle von Nachbeälterung, kann halt immer auch nebenher was anderes passieren, was nicht beabsichtigt ist, also sozusagen ein Kollateralschaden, wenn man das überhaupt so nennen will, dass nämlich der Patient bestärkt wird in einem sehr unrealistischen Gesellschaftsbild, das es ihm dann schwer macht, außerhalb der Therapie zu funktionieren. Damit hat er halt Ferrelli sehr viel zu tun. Also die Leute werden dann also aus Versehen künstlich hospitalisiert und wollen also nur noch Therapie haben. Wollen nur noch mit solchen Menschen zu tun haben, die sie so toll behandeln. Und kurz gesagt werden die Leute dann tatsächlich süchtig gemacht oder abhängig gemacht von dieser therapeutischen Arbeit. Aber sie werden nicht befähigt, in einer Umwelt, die nicht ganz so zugewandt und empathisch ist, gut klarzukommen. Das war eben eher Ferrellis Fokus. Das ist ein anderer Fokus. Eine andere Absicht. Oder eine klarere Absicht vielleicht auch, ich weiß es nicht. Denn sobald die Therapeuten mit Ehepaar-, Gruppen- und Familientherapie arbeiten, etwas, das Freud zum Beispiel niemals tat, vergleiche Brodys Artikel über Freuds begrenzte und eingeengte Falldarstellung von 1970, sind die Therapeuten auch mit den Problemen anderer Menschen und mit deren Rechten und Bedürfnissen konfrontiert. Also das ist das Produktive an systemischem Arbeiten, wenn man das Umfeld mit einbezieht. Und Ferrelli war ja ursprünglich eher ein Sozialarbeiter, das hat also auch was zu tun und war selber ein sehr sozialer Typ, allein schon familiär, weil er in einer irischstämmigen Großfamilie mit, glaube ich, 12 Geschwistern groß geworden ist. Also die Hauptkritik von Ferrelli an vielen anderen Therapieformen und vor allem an viel anderem therapeutischem Denken ist, dass er eben sagt, es liest sich oft so, als wäre es in der Einsamkeit eines New Yorker Einzelkinds geschrieben worden. Ja, also es liest sich, das macht Sinn, wenn du ein solipsistisches Einzelwesen bist, das nicht in Beziehung steht, und das war halt in einem radikalen Gegensatz zu seiner Lebenserfahrung und wahrscheinlich auch zu seiner Prägung in seiner eigenen Kindheit, wo es halt sehr viel Sozialdynamik gab. Ne? Also war ganz anders eingebettet in ein familiäres Leben einer Großfamilie. Und da lernt man halt andere Muster. Ich zum Beispiel, um es offen zu legen, bin auch so ein Einzelkind. Ja, ich bin alleine groß geworden. Mein Sohn ist Einzelkind. Also gehört schon zu einer Linie von Einzelkindern. Ich habe noch minimal profitiert, dass meine beiden Eltern, mit denen ich aufgewachsen bin, beide jeweils 3 Geschwister hatten. Und ich vermute immer, dass ich davon latent doch sehr viel profitiert habe, weil ich, obwohl ich Einzelkind war, noch so behandelt wurde, als hätte ich 3 Geschwister, die ich aber gar nicht hatte. Lustigerweise bilden sich so Familienmuster dann ab. Also ich habe zum Beispiel 6 Jahre lang gewohnt, wo ich dann 3 Nachbarskinder hatte, mit denen ich sehr viel gespielt habe. Wir waren also auch wieder zu viert. Das ist sehr faszinierend, wie sich das über Generationen dann fortsetzt. So Konstellationen, bei meinem Sohn hat sich es jetzt, glaube ich, schon abgeschwächt oder ich sehe es gerade nicht, dieses Muster. Aber so Muster werden oft latent, unbewusst wirklich weitergegeben. Ich hatte also dann auch plötzlich 3 Geschwister. Es kam, wie es kam. Naja, mein Vater hatte 3 Geschwister, meine Mutter hatte 3 Geschwister. Ich wurde behandelt, als hätte ich 3 Geschwister und irgendwann hatte ich 3 Geschwister. Naja, self-fulfilling prophecy. Ja. Das ist zwischen Menschen sehr stark und Ferrelli eben war ein Gruppenwesen durch und durch, ein durch und durch sozialer Mensch. Und eben nicht so ein solipsistisches, vereinsamtes Arschloch, wie zum Beispiel ich eins bin. Und also da kommt man dann auf ganz andere Gedanken und eben auch auf ganz andere psychologische Theorien und auch auf ganz andere Therapieansätze natürlich. Das ist ja völlig logisch. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das soziale Sein bestimmt das Bewusstsein. So. Und er sagt eben jetzt, Leute, die also therapeutisch arbeiten, in dem Sinne, dass sie eben nicht nur mit dem Einzelnen arbeiten, mit den Menschen, sondern halt sich auch anschauen, was denken denn die Familienmitglieder, wie geht's denn denen, ja, wie geht's denn dem Partner, wie geht's denn den Kindern, wie geht's denn den Eltern, wie geht's denn den Kollegen, wie geht's denn den Nachbarn mit diesen Menschen. Das, sagen wir mal ganz vorsichtig, es vervollständigt das Bild, weil auch diese Menschen haben Probleme, auch diese Menschen sind bedürftig, der psychisch gestörte Mensch ist nicht der Einzige,
ist nicht der Einzige, der Probleme hat und der Einzige, der Bedürfnisse hat. Und deswegen ist es fast ein Kunstfehler, sich auf den alleine zu konzentrieren. Ja, und die ganzen Bedürfnisse all der anderen Menschen drumherum, wenn, zumindest wenn er dann in dieser Umwelt funktionieren soll, völlig aus dem Blick zu verlieren, das passiert aber in vielen Therapieformen und ist halt nicht ganz so produktiv. Und deswegen ist halt systemisches Arbeiten, nicht systemischem Arbeiten strukturell überlegen in gewissen Hinsichten. Es hat nie eine menschliche Gruppe gegeben, schreibt jetzt Ferrelli, der Rechte eingeräumt wurden, ohne dass damit Verpflichtungen verknüpft waren. Doch, es gibt eine Gruppe, wir nennen sie heute Bürger. Das sage ich aber jetzt eher von meinem Demokratiefilm her. Also wir glauben, dass das Bürgertum heute im Moment hat die Gesellschaft den groben Irrtum, dass sie glaubt, dass das Bürgertum daran bestünde in Rechten ohne Pflicht. Also man hat zum Beispiel das Wahlrecht, aber man hat keine Verpflichtung zum aktiven politischen Mitwirken. Das ist eine systemische Fehlkonstruktion aus meiner Sicht. Ja. Hegel wäre das nicht passiert. Ja. Den antiken Griechen wäre das auch nicht passiert. Die hatten einen ganz anderen Bürgerbegriff. Politis hat was ganz anderes bedeutet. Auch noch der römische Civis hat was ganz anderes bedeutet. Das, was wir heute unter Bürgertum verstehen, ist eine absolute Frechheit, eine Schmalspurbegriff von Bürgertum. Das ist also, ich würde sagen, die Wurzel unserer Probleme, dass wir nicht wirklich verstanden haben, was Bürgertum eigentlich ist. Und vor allem die Leute, die den Begriff viel benutzen, also die sogenannten Bürgerlichen, oder den Begriff jetzt anders besetzen wollen, die haben es am allerwenigsten kapiert, was Bürgertum ist. Also am allerallerwenigsten, zumindest wenn man Einblick hat in die Antike und wie war denn da das. Aber das ist alles nur ein Spleen von mir am Rande. Der hat hier eigentlich nichts verloren. Ich kann mich nur nicht beherrschen oder will das nicht. So. Patienten, denen ihre, also keine Rechte ohne Pflichten, kurz gesagt. Patienten, denen ihre Therapeuten helfen und die von diesen unterstützt werden, denken allzu häufig zuerst an ihre Bedürfnisse, also die des Patienten. An die Verpflichtungen anderen gegenüber denken sie zuletzt, wenn überhaupt. Dieses wenn überhaupt kommt jetzt hier von mir. Im Gegensatz dazu sagt ein provokativer Therapeut typischerweise: Schau, Dummkopf, ich weiß, das ist nicht dein Stil, aber hat dir jemals irgendjemand vorgeschlagen, dass du gelegentlich die Bedürfnissen von anderen als erstes entgegenkommen musst und dass sie erst dann deinen Bedürfnissen entgegenkommen können? Also sozusagen, bring Schuld, ja? Und das ist halt relativ brutal, das zu Leuten zu sagen, die halt am Boden liegen, also denen es gerade schlecht geht. Die haben ja überhaupt nicht das Gefühl, dass sie jetzt überhaupt die Kraft haben, auf die Bedürfnisse anderer Menschen einzugehen. Und bei manchen, das muss man sehr vorsichtig sein, ist ja genau das Problem, dass sie viel zu viel auf die Bedürfnisse anderer Menschen eingehen. Das ist keine kleine Zahl von Patienten oder Klienten, wo das so ist, dass sie also in der Transaktionsanalyse würde man sagen, den Mach es allen recht Treiber haben, den sei gefällig Treiber. Und eben tatsächlich ständig die Bedürfnisse anderer Menschen an erster Stelle stehen und eben nicht an ihre eigenen Bedürfnisse denken. Das ist also sehr, sehr verbreitet. Das muss man dann schon auf dem Schirm haben. Aber in der provokativen Arbeitsweise ist das überhaupt kein Problem. Ja. Man kann die Leute dann also sehr schön ermutigen, Jesus, Buddha und Mutter Teresa in Personalunion zu werden. Und da sie bestärken, dass das ihr Job auf Erden ist, denk an dich zuletzt. Und das muss man halt dann so weit übertreiben, bis es den Leuten derart zum Hals raushängt. Dass sie halt vielleicht doch daran denken, etwas produktiv egoistischer zu werden. Das gibt es halt schon auch. Aber das war wahrscheinlich nicht das Krankheitsbild, mit dem Ferrelli in der Entwicklung der provokativen Arbeitsweise am Anfang besonders viel konfrontiert war. Es ist aber etwas, womit ich zum Beispiel in meiner Coaching-Arbeit sehr viel konfrontiert bin. Also ich habe ganz viel mit Menschen zu tun, die im Grunde zu gut für diese Welt sind, die also gerne Engel wären. Und dann darunter leiden, dass ihnen das widerfährt, was Engeln passiert, also beziehungsweise was Menschen passiert, wenn sie Engel zu sein versuchen, also Agenten des Guten, Agenten des Lichts in dieser Welt zu sein. Und ja, denen passieren dann halt sehr interessante Dinge. Im Grunde, wie soll man sagen, leiden sie halt dann sehr viel. Und da ist halt immer nur die Frage, haben sie es schon satt genug? Und da gibt es unterschiedliche Stadien. Also es gibt auch Leute, die sterben mit dem Thema oder die leiden nicht drunter. Die sind ganz tolle Menschen, unglaublich hohen Ethos, unglaublich hohe Moral, leiden aber nicht. Wenn die nicht leiden, habe ich nichts zu tun. Also ich gehe immer vom Leiden aus. Also wenn kein Problem da ist, mache ich Leuten nicht Probleme. So viel habe ich mich schon im Griff. So weit habe ich mich schon selber auf dem Schirm. Oder eben auch, was ist da eigentlich los? Das prüfen wir schon wunderbar ab, ob da echt überhaupt Probleme gerade sind. Dann, wenn du das hinkriegst, wunderbar. Interessiert mich dann aber nicht. Also ich bin ein Mensch, der ist nicht interessiert an Dingen, die funktionieren, sondern nur an Dingen, die nicht funktionieren. Ich bin ein sehr problemorientierter Mensch. Deswegen liebe ich ja auch die provokative Arbeitsweise. Der typische Einstiegssatz von Frank Ferrelli war wohl: Where is the problem? Und also ich kann mit Lösungsfokussierungen gar nichts anfangen. Wo Lösungen sind, bin ich nicht. Wo Probleme sind, bin ich.
Und dann, also Lösungen können dann andere entwickeln, das, Menschen sind ja findige Wesen. Und der Punkt ist halt dann einfach sozusagen, es gibt halt Menschen, die unter diesem Gutmenschentum rein gar nicht leiden. Sind mir schon viele begegnet, die kriegen das hin, wunderbar. Wenn aber Leute unter diesem, ich bin zu gut für diese Welt-Ding leiden, und das sind nicht wenige, dann muss man diesen armen, gefallenen Engeln natürlich bestärken, weiterzumachen, ist klar. Ne? Weil, wo kommen wir denn hin, wenn alle guten Menschen aufhören, Gutes zu tun? Ja, wenn das jeder machen würde, denkt doch mal nach, ja. Ja, da muss man kantisch werden, ja. Handle stets so, dass das Prinzip deiner und so weiter, ne? Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Ich krieg's nicht mehr hin, egal. Es ist, glaube ich, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, oder? Ich weiß es nicht mehr. Egal, Kant ist eh. Wer nimmt Kant heute noch ernst? Wer liest heute noch Kant? Und die, die es tun, tun mir herzlich leid. Aber gut, die sollten dann vielleicht zu mir ins Coaching kommen. Es ist heilbar. Kantianismus ist heilbar. Schwere Geisteskrankheit. Also eigentlich eher seelische Störung, eine sehr schwere Störung, dieser Kantianismus. Aber es ist heilbar, man kann damit arbeiten. Halt, wenn die Leute bereits sehr unter ihrem eigenen Kantianismus leiden, vorher natürlich nicht. Da gibt es nichts zu tun. Wenn die Leute glückliche Kantianer sind, ich meine, die gibt es nicht wirklich, das denke ich mir hier nur aus. Es gibt keine glücklichen Kantianer. Aber wenn es glückliche Kantianer gibt, gibt es nichts zu tun. Aber dort, wo es sie gibt, gibt es sehr viel zu tun. Und damit ende ich wieder mal extrem philosophisch. Was bin ich denn heute so philosophisch unterwegs? Es ist verstörend für mich selbst. Ich glaube, ich brauche eine Therapie, eine Antiphilosophie-Therapie. Bis dahin und lasst es euch gut gehen. Ceterum censeo, Democratiam esse sortienda.